So, Xio hier zurück mit CrossCode. Im letzten Part haben wir mit Nebenmissionen jetzt hier in Burg Basin weitergemacht und ja, das setzen wir jetzt auch mal fort. Wir haben bisher zwei Missionen hier angenommen und ich glaube, wir können mal die anderen gleich... Wir nehmen mal die Mission mit und dann würde ich mal... Ach nee, komm, das ist die Tower Defense, die heben wir uns mal bis zum Schluss auf. Das ist ja das Witzigste meiner Meinung nach. Das Beste kommt zum Schluss. So, da geht's lang. Hallo? Ach ja, der geht nach genau die hier. Hi? Ah, Sika, wir haben gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt bereit, den gefährlichen Karotte zu überwältigen. Ach ja, da war ja was. Ja, unsere Ingenieure haben wirklich ihr Bestes gegeben, um einen Ofen zu gebaut, der sich durch jedes noch so kalte Eis schmelzen wird. Oh. Ich habe einen meiner Mitarbeiter beordert, die Maschine in der Höhle zu bringen. Unser Zielobjekt hat die Höhle zwischenzeitlich nicht verlassen. Du solltest es also in die Enge treiben und ausschalten können. Also, willst du das nun angehen? Ja klar. Ausgezeichnet. Mr. Fliego wird dir alles erklären, was du wissen musst. Nun, die Details überlasse ich meinen Mitarbeitern vor Ort. Sie warten direkt vor der Wand auf dich. Sie werden dir eine kurze Einführung geben, wie das Gerät funktioniert und du damit die Eiswand bezwingen kannst. Gut, dann soll... was ist sie? Gut, dann solltest du dich jetzt auf den Weg machen. Die Höhle liegt im alten Baumsturm, falls du es vergessen haben solltest. Viel Glück, ich hoffe, du machst den Malunken ein für alle Mal den Gar aus. Ja, und denk an meine kostbaren Geräte. Bye. Ja, schön. Dann gehen wir das mal an. Alter Baumstumpf, ruhiger Garten, Adelsheim, alter Baumstumpf, hier. Ja, dann, Peridots-Ansatz. Passt hier, glaube ich, am besten. Ah, wieder ein bisschen her, dass wir hier unterwegs waren. Komm ich da dran? Okay. Ja, wenn ich so einen Bienenstock sehe, dann mal schauen, ob ich da vielleicht was rausbekomme, weil es ja doch, ist recht selten und kann man gebrauchen, das Zeug. Alter Baumstumpf, okay. Weiter nördlich. Ja, hier ist es. Ich glaube sogar, ich weiß, was jetzt für ein Gerät kommt. Mal schauen. War das hier oben schon, oder? What the fuck? Hi? Sika, hallo. Gut, dass du endlich da bist. Hi? Tut mir leid, diese Kälte zu warten, der hat mir ganz schön zugesetzt. Moment bitte. Ah, viel besser. Entschuldige, durch die Kälte ist wohl meine Zunge samt meiner Professionalität eingefroren. Wie auch immer, Sika, es wartet Arbeit auf uns. Sieh und staune nun über dieses technologische Wunderwerk. Unsere Ingenieure nennen es den Höllengut. Moment. Höllenglut-Plasmaofen! Ein lächerlicher Name, ich weiß, aber seine Heizkapazität sind unvergleichlich. Also ich finde den Namen geil. Er ist ans Pfadläufersystem angepasst, damit du ihn mit deinen Fähigkeiten bedienen kannst, Sika. Zum Bewegen ist er viel zu schwer, aber ein aufgeladenes Wellenprojektil teleportiert ihn an deine Position. Wiederholte Schockattacken werden eine starke Explosion auslösen, die selbst das dickste Eis schmelzen lässt. Aber danach wird die Maschine eine kurze Abkühlpause brauchen. Also dann nutzt die Maschine, um durch das Eis zu brechen und deine Aufgabe zu erfüllen. Ich werde hier warten, in der Kälte. Also beeil dich bitte, ja? Nutze den Höllenglut-Plasmaofen, um die eisige Wand zu schmelzen. Teleportiere ihn mit aufgeladenen Wellenprojektilen und löse Explosion mit wiederholten Schockattacken aus. Ja, cool. Das können wir machen. So. Ui, das war schick. Ach, ich kann dann sogar nicht mal... Ich verstehe, warte mal. Ah ja, dann muss er da gleich stehen. Ein bisschen mehr so... Gut. So, sehr schön. Und dann gleich dasselbe Spielchen hier nochmal.
brauche ich dann auch das Ding, um den zu erledigen, wahrscheinlich. Ah ja, ich verstehe schon. Muss ich jetzt, Moment, muss ich die... Oh nein. Warte mal. Ich möchte bloß, mich erstmal rüsten. Da muss ich wieder auf diesen Angriff warten. Puh. Na toll, jetzt habe ich wieder überhitzt. Ich muss auf diesen Angriff warten. So, und der hat eine Feuerschwäche wahrscheinlich. Jawohl. Jetzt muss ich nur genug Schaden machen wieder, dass ich ihn gleich wieder... Okay, ich muss darauf achten, dass er sich da nicht heilen kann. Aua. Nee, einmal Chef-Sandwich, dankeschön. Ach, verdammt. Ich habe nicht richtig getroffen. Ah, Mist, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Aua. Nutzen wir einfach mal die Zeit, um... nochmal ein bisschen heilen. Ja, ich... ja, was soll ich machen? Ich bin gefrostet, das heißt, ich bin langsam. Das ist nicht so cool. So. Gut, das war's. Netter kleiner Bossfight, hat Spaß gemacht. Naja, und so eine, wenn man eine Elementarüberladung im Bosskampf hat, das ist dann nicht so geil. Statt der Frau Basu will ich das, jetzt direkt in Burg Basen. Oder, nee, die, ja gut, die sind nicht mehr da, heißt, dann gehen wir direkt wieder dorthin. Aber ich find's cool, dass sie da jetzt keinen fetten Dungeon nochmal draus gemacht haben, sondern dass dann gleich direkt, so, du gehst rein, machst schnell ein, zwei Wände weg und dann zack, direkt der Bosskampf. Finde ich cool, gefällt mir. Weil den Dungeon hatten wir ja im Prinzip vorher schon. Hi! Sieger, du bist zurück. Die Neuigkeiten haben uns bereits erreicht. Großartige Arbeit. Ja, das war wirklich saubere Arbeit. Beeindruckend. Ich hätte von Anfang an sehen müssen, dass etwas in dir steckt. Wie dem auch sei, du hast das Problem gelöst. Hier ist deine versprochene Belohnung. Ich habe noch etwas Ausrüstung darauf gelegt. Könnte nützlich sein. Oh! Meine Güte, welch lukrative Unternehmung für uns alle. Ich hoffe, wir arbeiten in Zukunft wieder zusammen, Sieger. Bye! Klimahaube und Level Up, nice. Dann schauen wir doch mal gleich, wir haben jetzt wieder zwei Circuits. Heißt, da geht wieder was. Ich möchte mal diesen... Ich möchte es mal aktivieren. Direkt mal hier noch eine bessere Dash-Kunst, das wäre doch was. Ja, ich ehrlich gesagt, ich möchte diesen Flammenwerfer nicht machen. Ist mir irgendwie zu blöd. Aber jetzt hier, perfekt. Dann kann ich das endlich wieder machen. Genau, das will ich haben. Dann bei Blitz, wie schaut's da aus?
Könnte ich da unten was machen? Was ist das? Eine Schildkunst? Ja gut, bei Schildkunst habe ich ja ziemlich... Ah ja, da kann ich die aufgeladene Dash-Kunst nur machen. Das klingt alles ziemlich geil. Ich möchte mal das machen. Dann noch bei Welle. Was haben wir hier noch? Da unten ist schon alles freigeschalten. Beim Nahkampf auch. Warte mal, das ist jetzt eine Schildkunst. Ah ja. Was haben wir hier? Das ist eine Dash-Kunst. Irgendwie finde ich die Wellenform gar nicht so interessant. Die finde ich überhaupt nicht ansprechend. Was gibt's da unten noch? Das ist Berserker, ne? Was macht das hier? Lebt denn das Spiel beim Blocken auf, basierend auf 20% der Angriffsstärke, wird bei perfektem Block verdoppelt. Da unten kommen wir auch noch nicht weiter, das finde ich doof. Ja, komm, dann... Poltergeist! Warum auch nicht? Und hier haben wir jetzt drei über. Was macht man da mal mit? So ein bisschen mehr Fokus. Kann man nicht schaden. Ja, schön. Schön, schön, schön. Jetzt ist nur noch die Mission von dem einen Pflanzentypi übrig. Und dann die Tower Defense Mission. Und dann sind wir dann in Burg Basin auch schon fertig. Ist ja der Wahnsinn. Ja, obwohl. Na gut, dann schauen wir doch mal. Der Pflanzentypi will, dass ich irgendwas in Burg Basin, nicht Burg Basin, hier im Geiersgarten mache. Oh, da ist eine Kiste. Komm ich hier ran? Na, egal. Erstmal nicht so wichtig. So, zerstört versteckten Amperich im westlichen Teil von Geiersgarten. Im westlichen Teil. Naja, das ist ja... Das ist ja mal wieder... Ach, sieh an. Das ist ja mal wieder richtig schön spezifisch. Wait a minute. Die hat selber das Blitzelement, sonst... Schon mal zum... Was? 17? Oh Gott. Stop it. Okay. So, wie komme ich jetzt noch da drüben? Oh Gott, ich habe das Gefühl, das ist eine Mission, die echt eine Weile dauern könnte. Ah, kommst du her? So, weg mit dem. Irgendwas hat der Apollo nicht gerade eben noch irgendwas gesagt gehabt? Mal schauen. Ein scheußlicher Angler bereitet einen Angriff vor, bei dem er sein Opfer beschießt und anschreit. Hey, das ist ja wie bei mir daheim. Bei der Ecke von Geiersgarten war ich noch gar nicht, oder? Da oben geht's auch zumindest mal noch nicht weiter. Wollen wir mal wieder schauen. Irgendwo was... Ach, da vorne. Der hat wirklich eine Blitzschwäche, das wirkt irgendwie nicht so wirklich so.
lasse die anderen da oben einfach mal weiterkämpfen. Oh, da brennt ja. Good job, Leute. Oh, da unten drüben ist noch eine. Ist noch eine Kiste. Ach, kommst du mir wieder bitte hier runter auf den Boden? Dankeschön. So, auf jeden Fall komme ich darüber. Na? So, danke. Ah, sieh an. Jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Ja, großartig. So, das waren aber erst 2 und 17 muss ich davon finden. Das ist jetzt echt nicht ohne. Hey, warte mal, da geht's ja nach oben. Na, lass mal das erstmal. Ich kann mir vorstellen, das ist so eine Mission, wo man dann die ersten, so sag mal, 15 findet und bei den letzten 2, dann wird's so richtig... Mann, wo ist der denn jetzt? Mann, ey! Ich glaube aber sogar, dass das eine Mission ist, die ich vielleicht jetzt, eher auf Offscreen verschiebe. Weil, hier jetzt durch das Gebiet hier zu latschen und, einfach nur nach dummen Pflanzen zu suchen... Irgendwie. Ach, das sind direkt 2. Warte mal, kann es sein, dass ich. Ja, ich dachte es mir. So, ich muss einen Gegner damit treffen. Okay. Halte ich die Mission? Okay, 4 Stück haben wir bisher. Okay, also erst mit Wellen diesen Schockpanzer ausschalten und dann... Hoppla! Den habe ich nicht gesehen. Ah, das sind noch mehr. Am Arsch! Okay. Jetzt sehen wir mal hier oben, was mir das doch immer bringt. Also ich finde ein paar Materialien auf jeden Fall. Also ein paar ist gut, einen ganzen Haufen. Aber... Gott, ich glaube, ich stelle die Mission echt mal hinten an, weil das ist mir jetzt auch irgendwie... Das finde ich gerade ein bisschen zu blöd für einen Part. Dann machen wir die andere Burgbasen-Mission jetzt noch fertig. Und die letzten Minuten nehmen wir dann nochmal für Tower Defense her. Und dann suche ich offscreen nach diesen ganzen verdammten Pflanzen, weil ich glaube, da muss ich auch noch einige Pfade hier im Gaias Garten öffnen und einige Orte, wo ich noch nicht war und hast du nicht gesehen. Von daher stellen wir das mal hinten an. Willkommen zur Verteidigungsprotokolllinie der Geschütz AG. Hi. Da Sie unsere Produkte bereits erfolgreich genutzt haben, hätten Sie Interesse an der erweiterten Freizeitfunktion? Klar. Herausforderung angenommen. Wählen Sie Herausforderung, um zu beginnen. Wenn Sie das Gerät auf diese Weise verwenden, wird Energie vom Pfad gesammelt und die Spezialmarken konvertiert. Die Marken können direkt an diesem Gerät für nützliche Items eingetauscht werden. Oh. Wir danken für Ihr Vertrauen in Geschützprodukte. Bye. Grabenstiefel. Können die... Wow, Alter, die können was. Die können so richtig was. Alter. Finde ich cool.
Ich muss die Herausforderungen machen, ne? Minimum 52, wow. Dann, wir brauchen erstmal neutrale Geschütze. Wie viele Punkte habe ich denn noch? Da vorne gleich mal verlangsamen und... Leider nicht genug Energie. Rechts kommt was und dann hier nochmal genau dasselbe. Gut. Hätten wir das schon mal. Also rechts ist dann wieder mein... Hopplapp, das wollte ich nicht. Da kommen wieder... Blitzgeschütze hin. Links kommt was, ich vertraue mal den Geschützen da drüben. Warte mal. Hier brauche ich Blitz. Und dort vorne brauche ich noch Wellen. Das ist jetzt etwas ungünstig gewesen. Und hier nochmal... Feuer und da kommt, will ich neutral hinmachen. Also da drüben bringt halt Blitz mega viel. Hier brauche ich wirklich eben mehr die Wellen. Okay, jetzt habe ich da noch ein neutrales, das ist okay. Und da kommt ein Feuer. Ich habe nicht genug Energie, okay. Okay, lol. Okay, funktioniert bisher ganz gut. Warte, ich habe zwei neutrale Geschütze jetzt hier. Ich würde hier gerne noch mal ein Feuergeschütz hinpacken. Nimm auch mal ein BNT oder sowas, einfach. Dass ich eine Chance habe, ich jetzt zu überleben, sag ich mal. Habe ich jetzt schon mein zweites Neutrales aufgebaut? Nee, ich glaube, das fehlt hier noch. Und. Eis noch. Ich glaube, es mangelt ein bisschen Eisgeschützen. Da drüben brauche ich mehr Blitz eigentlich. Bisher sind noch keine durchgekommen. Das ist ganz angenehm. Mehr Wellengeschütze. Und da mal auch noch ein Wellengeschütz hin. Oh, da oben sind noch mehr Geschütze. Ha.
glaube, wenn da unten dann auch die Wellengeschütze anfangen zu ballern, dann... Das tut dann schon gut weh. Schauen wir doch mal. Hier habe ich so ziemlich alles aktiv. Wow. Da mal Eis. Was macht man da denn hin? Machen wir Feuer. Why not? Blitz und dort. Machen wir Feuer. So, ich glaube, ich habe jetzt alles an den Geschützen aktiviert, was wir da haben. Also neutrale Geschütze müsste ich auch eigentlich genügend haben. Ich muss schon hinhauen. Was hat der für eine Schwäche? Oh, doch, Well. Ja, und die Geschütze da, die funktionieren auch sehr gut. Welle 7 kommt. Ja, wir kommen bisher doch echt gut durch. Aber es ist auch wirklich... Nochmal kurz ein Check. Also es ist alles aktiv. Ich sehe zumindest kein Geschütz, das deaktiviert worden ist oder sowas. Schaut doch gut aus. Aber ich finde es schön, der Boden zeigt doch an, hier sind lila Linien, weil da kommen die ganzen... Kommen die Blitzgegner und links ist die grünliche, die türkise Linie, heißt, da kommen die Wellengegner. So, bei den ganzen Schleim da, da kommen immer ziemlich viele Gegner auf einmal. Gut, so viel dazu. Wieder ein bisschen heilen. Okay, da ist jetzt mal ein bisschen... Oh Gott, da ist Schaden reingekommen. Da kommt gerade mächtig viel Schaden rein. Warum kommt da so viel Schaden rein? Wie viele Wellen kommen denn noch? Ach du Scheiße, ey. Okay, ich bin draufgegangen. Warum auch immer. Simulation beendet. Ha. Aber das hat... Hat gereicht, okay. Wähle Herausforderung und lande 500 Punkte. Okay, na gut, dann haben wir es geschafft. So, und dann können wir auch uns gleich die Grabenstiefel holen. So, warte, ich hatte eigentlich die Düsentreter ausgerüstet. Oh, okay. Ja, nehmen wir doch trotzdem mal die Grabenstiefel, das klingt ganz cool. Schön. Meine Güte, dann nochmal ganz kurzen Check nach Burg Basen. Nur nochmal schnell ins Quest-Hub schauen. Lass sehen, also nur noch die eine und dann ist Burg Basen abgeschlossen. Wahnsinn. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, das war's mit CrossCode für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und im nächsten Part, ja, dann schauen wir einfach mal, was wir machen. Na gut, also bis dahin, ciao.